16 Stunden
bringen wir die jetzt mal weg und schauen mal, was wir dafür bekommen. Ich habe schon 3000 eingesammelt. Oder halt, wenn man lieber kurz anhält, dass man gleich übergefahren ist. Oder hier an der Kreuzung hatten wir einen Unfall. Wenn uns dann auch weggekriegt hat. Wenn Lager auf der Seite. Und hier war
Echt mal was. Das hat uns jetzt 40.445 und wenn ich hoch sack irgendwann kriege ich 1.373 für Bretterpaletten und fürs gespaltene Holz 1.391? Wow. Ah ja, ich kann B sehen. Unterwegs, genau. Und ich vergesse immer bei den Anhänger hier. Oh, ich habe den ja noch nicht so lange die Stütze runterzumachen, deswegen steht der so. Hier halt. Ach doch, könnten hier 3-4 sein. Dann nehme ich jetzt hier gucken um 9 Uhr oder so, und ich glaube, das Sägewerk eingeschaltet. 10% hatten wir drin. 5% hat das. Ich hatte jetzt 2.
aus hier aufnehmen. Deswegen mal schauen. Der wird auch noch verkauft wieder. Dafür haben wir einen Ersatz. Also den wir dann kaufen werden. Ach, stimmt, kann ich. Der ist auch schon mal vorgewendet. Das ist ja gut, dann kann ich langsam vorspulen. Wenn er fertig ist, bringen wir die Schlepper noch alle zurück. Genau, der ist fertig. Halt der Case mit den Horsch. So. Die können wir ausmachen, denn das. Also haben wir 40.000 für einen Sattelzug bekommen. Hier kann ich dann auch irgendwo. Irgendwo die Bretterpaletten und die gespaltene Holz verkaufen. Und dann schauen wir mal, was die Differenz ist. Oder ob es gleich ist. Oder etc. Oder sogar weniger. Aber was ich mal nicht hoffe, weil es waren ja 1300 für 1000 Liter. Und ich glaube 6000 fassen die ein. Bretterpaletten und ich glaube die auch 6000. Also kriege ich ja vielleicht für eine Bretterpalette so über 6000, 7, 8 für die beiden Sachen und da stehen 5. 5, 8. Wenn man rechnet 8 mal 8, 64. Lassen wir uns mal überraschen. Wir werden dann halt gucken, dass wir Teile verkaufen. Für die ersten und dann sehen wir weiter. Und ich steck fest. Ich steck fest. Ah. Ich steck fest. Gibt's nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir die Bretterpaletten oder die gespaltenen Holzbretter verkaufen. Dann sehen wir mal, was wir dafür kriegen und ob das sich denn lohnt, daraus Bretter zu machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!